Guten Morgen. Guck mal, da sind, rennen wieder so Kängurus weg. Alles voll mit Kängurus. Und jetzt wisst ihr auch, warum wir einen Bulbar an unserem Auto haben. Damit ich so ein Ding einfach mal so wegrammen kann. Nein, Spaß. Ja, also die rennen hier halt immer so krank rum. Deswegen muss man halt gucken, dass man die eben nicht wegrammt. Hab ja auch noch eine Bremse zur Not. Könnte auch noch bremsen. Ja, es ist Beginn der neuen Woche und wir fangen jetzt an zu arbeiten. Ich fahre jetzt hier gerade diesen Weg runter, den wir sonst mit dem Quad runterfahren. Ich zeige euch gleich mal, dass es da unten eigentlich voll schön ist. Also wir machen heute wieder das mit den Weinreben, aber halt eben alleine, weil hier Anzac Day ist. Das ist so ein Feiertag. Oh, wartet. Okay. Das ist so ein Feiertag zum Gedenken der irgendwie Kriegstoten oder sowas. Aber wir arbeiten eben heute. Back to the wines sind wir jetzt hier. Wir machen jetzt weiter mit unserer wunderschönen Arbeit hier. Diese Dinger auf diesem Weg liegen wieder. Und das ist eigentlich voll das Idyll hier. Also das ist krass, ihr habt ja eben die Kängurus schon springen sehen und so. Und dann ist hier, also der Sonnenaufgang sieht von da mega krass aus. Vor allem da ist jetzt noch so ein bisschen Nebel so da unten in diesem kleinen Tal da. Sieht total schön aus. Da drüben, auf dem Block da drüben, der ist frisch gesät, also relativ frisch gesät, irgendwie ein Jahr alt oder so. Da sind auch immer ganz viele Kängurus. Und hier unten sind normalerweise Pelikane, die kommen aber immer erst so ab mittags. Und ja, hier ist immer dieser kleine See und so, das ist ganz schön. Und man fühlt sich hier wie in so einer extra kleinen Welt nochmal, ist ganz, ja, idyllisch halt. Hier ist der DSL L2, der hat richtig schnelles Internet. Ich zeige euch das nochmal. Da im Ohr steht's. DSL L2. Guten Morgen Leute wieder. Alina fährt hier gerade im Quad entlang, parallel zu den Kängurus. Sieht immer so lustig aus, wenn die Kängurus springen. Da sind die Kängurus. Heute versuchen wir, also wir haben ja diese Wines jetzt abgerissen, immer aus diesen Dingern da. Und normalerweise kommt der Kevin, also der, mit dem wir mal arbeiten, immer dann mit dem Traktor und zieht hier raus. Und ich habe gesagt, okay, ja, warum eigentlich immer mit dem Traktor? Das können wir doch auch mit dem Quad machen. Und deswegen werden wir das jetzt heute auch mit dem Quad versuchen zu machen. Deswegen haben wir jetzt auch das Quad dabei. Heute sind wir hier unten wieder an unserer Idylle angekommen. Und der Grund, warum wir das ja immer in so Stücke schneiden, diese Wines immer. Also hier seht ihr, die hier sind schon gecleant, die Reihen. Hier liegt jetzt gerade so eine Reihe. Und hier, also das Stückchen hier habe ich eben rausgezogen im Quad. Und genau, das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pflanzen. Die hängen alle zusammen an einem Draht. Hier ist der Draht. So, und natürlich muss es jetzt auch da rausgeschafft werden aus diesem Ding. Deswegen habe ich das halt hier eben ans Quad gehängt. Ich habe das einfach da durchgesteckt, den Draht, aber den kriegt man jetzt so natürlich nicht auf, deswegen haben wir halt den Bolzenschneider hier. Mit dem Bolzenschneider zusammen fahren wir jetzt dahinter zu dem einen Haufen. Jetzt sind wir an dem Haufen und habe jetzt hier meinen Bolzenschneider. Und ich habe euch das ja gerade hier unten gezeigt, also wie das hier unten zu ist, zeige ich das gerade nochmal. Jetzt müssen wir das halt hier eben mit diesem klasse Bolzenschneider hier durchschneiden. Der ist halt mega scheiße, der Bolzenschneider. Egal, besser als nix. Also der geht nicht ganz zusammen, der Bolzenschneider. Muss ich mich mal beschweren. Das kann ich halt einfach dran ziehen. Dann rollt das ganze Quad zurück, okay. Einfach dran ziehen ist gut. Sag hier. So. Also jetzt ist ab hier. Und diese Wines, die müssen halt alle hier auf diesen Haufen. Jetzt muss jede einzelne Pflanze von der anderen Pflanze abgetrennt werden. So halt. Die sind halt immer noch mal zusammengewachsen, das ist ein bisschen blöd. Aber auf jeden Fall müssen die alle voneinander getrennt werden. So, und jetzt, wo sie durchgeschnitten sind, kann ich die einzelnen Weinreben, also jeweils, einmal nehmen und auch hier auf den Haufen schmeißen. Thank you.
Und so sieht es eben aus, wenn ich die Dinger da rausziehe. Und ich zeige euch gleich mal, wie krank das Staub auf dem Weg wieder fahren. Das ist mal eine Staubwolke. Der Tag ist jetzt auch schon wieder vorbei hier mit der Work. War aber auch ganz schön anstrengend. Wir haben jetzt hier diese ganzen Dinger alle leer gemacht. Und sie hat da weiter rumgeschnitten. Naja gut. Jetzt kann sie nochmal mit dem Quad da hochheizen und ich fahre wieder mit dem Auto hoch. Wir sind hier jetzt gerade wieder auf unserer Farm. Heute ist Mittwoch. Und ja, wie ihr merkt, ist es ziemlich windig. Und wenn ihr dahinter guckt, seht ihr überall diese grauen Wolken. Und es ist wirklich windig wie Sau und es ist einfach ein übelster Sandsturm hier. Aber es ist noch nicht hier angekommen. Aber ich denke mal, gleich kommt es hier an. So, nun, das war es dann auch schon wieder mit dem Video von heute. Ich habe, als ich das letzte Video geschnitten habe, erst gesehen, dass ich hier, als ich mir hier diese Wunde geholt habe, dass ich hier wie Sau geblutet habe. Ist mir erst im Nachhinein aufgefallen. Und jetzt in dem Video habt ihr auch schon wieder gesehen, dass ich schon wieder gestern hier alles aufgerissen hatte. Aber das ist einfach nur immer, es ist so ein kleiner Stock, der kommt an die Wunde hier dran und es fängt einfach wieder total krass an zu bluten. Was auch ganz cool ist, dieser Typ, der hier auf dem Platz zuständig ist, der hat uns jetzt für jede Woche, normalerweise kostet die $100 jede Woche, also $20 pro Nacht. Und wir haben jetzt so $10 pro Nacht bezahlt zusammen, was total cool ist, weil dadurch haben wir eben insgesamt $100 gespart, die wir anders auf den Kopf hauen können. So, und dann verabschiede ich mich mal wieder von euch und cool, dass ihr immer alle die Videos anguckt. Freut mich immer zu sehen, dass ihr es alle anguckt. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao.